Ja, hallo, schön, dass ihr da seid. Heute Abend zeige ich euch mal den Spielplatz von meinem Freund Kalli und mir. Wir haben so eine Halle gemietet vom Bauern, ehemalige Hühnerzuchthalle, isoliert, friert im Winter nicht. Und hier sind wir jetzt seit 17 Jahren, sammeln alles Mögliche, wie man da oben sehen kann. Und setzen Oldtimer in Stand. Kalli sammelt die auch, ich habe sie eher. Im Hintergrund das eklige Geräusch des Arthur, unser Nachbar. Ja, Ford P7B Coupé. Von Kalli, alles was ihr hier seht, ist Kalli. Hier Polizeiauto vom Kalli. Feuerwehrwagen. Hier hinten eine Scorpio-Fahne, weil, wie könnte es anders sein? Kalli hat noch einen Scorpio irgendwo, mit dem er im Alltag rumfährt. Und hier, das ist eigentlich mein Spielplatz. Ja, was könnte das hier für eine Front sein? Oh, Manta-Front, siehst du mal. Manta-Felgen, Manta-Motorhaube, Manta-Türgummis und Manta-Ersatzteile. Manta-Ersatzteile. Und hier im unteren Bereich nochmal Manta-Ersatzteile. Hinter den Kotflügeln stehen noch einige Motoren. Hier hinter den ganzen Saugrohr-Sammelsurium, 2 Liter, 2 Zweier, 2 Vierer, gekürztes 3 Liter. Und was der Kuckuck was, ich habe keinen Überblick mehr, ehrlich gesagt. Dahinter liegen noch ganz viele Zylinderköpfe, teilweise bearbeitete, scharfe Nocke, polierte Kanäle. Weiß der Kuckuck, habe ich aber auch den Überblick verloren, was ich da noch habe. Hier drunter habe ich vor Jahren einfach mal gekauft, weil mir danach war. Frag nicht warum. Noch ein ganz normaler 2-Liter-Motor aus dem Manta. Ja, und dann kommen wir mal zu dem. Ah, genau, guck mal hier. Sieht man den doch noch mal schön. Wirklich ein schöner Wagen. Ja, kommen wir mal zu meinem Auto. Manta B, Baujahr 88, GSI exklusiv. Hatte irgendwann, glaube ich, so um die 2000 rum. Ein Totalschaden, weil mir jemand die Vorfahrt genommen hat. Bin ich dem volle Möhre reingefahren, war das Auto vorne total kaputt. Habe ich dann selber die Front getauscht, habe selber den Rahmen gezogen, hat natürlich nicht geklappt. Dann habe ich es von einem Typen machen lassen, der sagte, der konnte das. Hat auch nicht geklappt, also habe ich es ein drittes Mal in der Werkstatt machen lassen. Da war es so, lala, ging dann. Ne? Ging zumindest so weit, dass man das Auto wieder zusammenbauen und fertig machen konnte. Ich wollte immer von Anfang an eigentlich so eine GTE erste Serie haben, deswegen habe ich ihn in diesem Stil lackiert und habe den ganzen GSI-Exklusivkram zurückgerüstet. Die Windsplits hier sind eigentlich nur ein Gag, die gehören da gar nicht drauf. Die habe ich von meinem Freund Sancho beschenkt bekommen, der die bei seinem Auto abgemacht hat, weil er gesagt hat, gefällt mir nicht. Warum ich mit meinem Auto nie fahre, ist dieses Prunkstück hier. Ja. Den habe ich mir im Nachbarort vom Stefan Borger neu aufbauen lassen. Da habe ich so vor ungefähr 10 Jahren einen Opel Frontera gekauft, 2,4i. Habe den geschlachtet, habe den ganzen Plunder verkauft, habe mir Motor, Kabelbaum, Einspritzanlage aufgehoben für das Auto hier und wollte das mal schnell eben einbauen. Als nach 4, 5 Jahren immer noch nichts passiert war, habe ich den Motor überholen lassen. Das dürfte jetzt auch so um die 3 Jahre her sein. Da habe ich Probleme gehabt mit der Einspritzanlage. Die anzupassen, den Kabelbaum anzupassen. Jetzt habe ich im Moment noch wahrscheinlich Falschluftprobleme. Der dreht viel zu hoch und läuft nicht richtig. Er soll aber nächste Woche, Mittwoch, kommt jemand, der sich den anschaut und den dann reparieren soll. Nachdem ich jahrelang gesucht habe und habe niemand gefunden, der gesagt hat, ja, das mache ich. Meine Stammwerkstatt in Darmstadt hatte auf sowas keinen Nerv. Genau, das ist der Innenraum. 400er Sitze. Leider hier kaputt, aber wenn ich jetzt das Auto machen lasse, dann lasse ich auch den Sitz machen. Interieur komplett schwarz. Das Lenkrad ist noch original. Die Türpappen sind noch original. Allerdings, wie man hier ganz gut sehen kann, bin ich damals von dem Silber einigermaßen weggekommen. Sieht man gar nicht, gell, was ich euch zeigen will eigentlich. Ich habe die Schlossverriegelung und die Rämchen von den Türöffnern habe ich schwarz lackiert. Hab drinnen eigentlich alles komplett in Schwarz. Einziges, was mir noch fehlt, ist ein schwarzer Berlinetta-Teppich.
Ich habe mal bei eBay einen gekauft, aber als er dann kam, war es kein schwarzer Berlinetta-Teppich, sondern ein dunkelgrauer Schlingenteppich aus irgendeinem Basismodell, war ziemlich hässlich. Ich hatte mal einen Berlinetta, das war mein erster Manta, Baujahr 78, 19N. Und der hatte innen einen richtigen schwarzen Velourteppich, der war so geil. Da hätte ich gerne wieder. Irgendwann habe ich in meinem jugendlichen Leichtsinn mal diese Schnapsidee gehabt, dieses Auto auf H-Gurte umzubauen, ja, Schrotgurte eingebaut. Und das Blödeste, was ich daran gemacht habe, ich habe die Originalgurte, habe ich rausgebaut. Das würde ich eigentlich gerne wieder rückbauen, aber was eine Arbeit, ne? Wer hat denn da Bock drauf? Ganz normales Fünfganggetriebe ist drinne. Hier unten habe ich mir, wo früher das Kassettenfach war, habe ich mir Lautsprecher eingebaut. Hier ist wirklich schade, dass es hier alles schwarz ist, deswegen seht ihr nicht viel, ne? Hier ist eine Blindblende fürs Radio. Das Radio selber habe ich hier reingebaut, sieht man gerade auch nicht, ne? Aber ja, gucken, ob es funktioniert. Ich weiß gar nicht, ob das Auto Saft hat, ehrlich gesagt. Nee, Batterie ist abgeklemmt. Lautsprecherboxen habe ich hier seitlich eingebaut, sieht man leider auch nicht im Schwarzen, in der schwarzen Seitenverkleidung, die ich selber mit schwarzem Kunstleder bezogen habe. Ja, so. Original Stahlschiebedach. Sieht man auch nicht, weil es auch schwarz ist. Mal gucken, ob es aufgeht. Ja, geht auf. Und obendrauf liegt ein GTE-Spoiler vom Manta Dani. Der ist 20 mm höher als das Original. Sieht aber ansonsten genauso aus. Blöderweise kam ich damals auf die Idee zu sagen, okay, ich mache mir hinten zwei 25er Bereifung drauf auf den ATS-Kappfelgen. Und da die minimal am Radlauf gekratzt haben, habe ich damals den Radlauf selber umgelegt. Ja, ich sage es euch ehrlich, damals gab es noch kein YouTube. Das war 2000 ungefähr. Ich konnte einfach nicht gucken, wie es geht. Und deswegen wurde es einfach auch scheiße. Hab dann viel spachteln müssen, weil es doch Wellen und so weiter gab. Ich kannte niemanden, der es mir hätte erklären können. Im Heck habe ich hier eine Stoßstange erste Serie. Eigentlich war es eine Chromstoßstange. Die habe ich dann aber angeschliffen und schwarz lackiert. Da ich zum Glück eine eigene Lackiererei habe, ist es nicht so schwierig für mich. Habe eine neue Gummileiste bekommen. Und habe diese dann, damit ich das Nummernschild unten machen lassen kann und die GSI-Blende hinten lassen kann, habe ich die umgedreht. Ja, das heißt, die Nummernschildbeleuchtung sitzt unten und oben habe ich die GSI-Blende, wo ich die Manta-Schriftzüge abgemacht habe, weil die in Rot waren und Rot hat einfach zu dem Schwarz-Gelb nicht gut gepasst. Der Auspuff ist von Hipo, komplett von vorne bis hinten. Die Griffe und die Schlösser sind in Chrom geblieben. Die Griffe sind neu, die habe ich irgendwann bekommen, zum Glück bei eBay damals. Habe die schwarzen Griffe abgemacht, weil ich einfach keine schwarzen Schlösser gefunden habe. Hatte kurz überlegt, die vom Ascona C zu nehmen, die gibt es in schwarz, dann hätte ich aber wieder, hätte nicht mit dem Zündschloss gepasst und und. Habe ich dann, und da ich nicht schwarze Griffe und silberne Schlösser wollte, wie es beim GSI ja eigentlich Serie ist, habe ich das so gemacht. Die Engelmänner habe ich auch gelb lackiert damals, habe mir aber auch schon vor 10 Jahren irgendwann mal original verpackte schwarze Engelmänner gekauft, die kommen demnächst auch wieder dran. Ja, da seht ihr eine grüne 4. Ich hatte lange Zeit einen Nachrüstcut von HJS. Den habe ich aber auch nicht mehr drin, weil der 2.4er mit der Motronic 1.5 sowieso einen G-Cut hat. Hier sieht man, was von meiner Gelb-Warnlackiererei übrig geblieben ist. Gelber Bremskraftverstärker hier. Gelbes Lüfterrad von der Lichtmaschine. War noch viel mehr gelber Kram drin. Was ihr vorhin im Regal vielleicht gesehen habt, war das gelbe Lexmaul-RAM-Rohr. Das war auch gelb lackiert. Ja, also ich halte euch auf dem Laufenden, ob mit diesem Auto mal irgendwas passiert. Ja, also ich meine, das hört sich jetzt alles gar nicht so schlecht an. Fakt ist aber, dass dieses Auto seit ungefähr 7 Jahren nicht mehr fährt und davor nur ganz beschissen gelaufen ist, weil ich einen kaputt reparierten, frisch überholten 2.2er Motor gekauft habe und habe es erst gemerkt, als eigentlich der Zug schon abgefahren war. Bin ich noch viele Jahre mit dem Motor rumgefahren, hatte überhaupt keinen Spaß gemacht, weil er geklackert hat, nicht richtig gezogen hat und. Bis jetzt habe ich ihn nur Probe laufen lassen. Er läuft aber im Stand ungefähr 1400 Umdrehungen und deswegen habe ich mir jetzt eine Werkstatt gesucht, die sich bereit erklärt hat, dem Ganzen auf den Grund zu gehen. Bei der Gelegenheit wird auch das Getriebe nochmal ausgebaut und die Kupplung nochmal ausgebaut und das Schwungrad nochmal ausgebaut, weil das Schwungrad zu groß aufgebohrt wurde. Ja, da gibt es so eine Passschraube und das ist ein größeres Schwungrad, damit ich eine 8,5 Zoll Kupplung drauf machen konnte.
Und der Motorenbauer hat dummerweise damals gedacht, naja, die Schraube passt nicht rein, bohre ich es auf. Hat aber statt 10,2 10,5 aufgebohrt. Und der Werkstattmensch, bei dem ich jetzt bin, der sagte, nee, das ist zu viel Spiel. Das müssen wir größer aufbohren, Hülse reinmachen und dann genau aufbohren. Soll mir recht sein, ich will ja, dass es gescheit wird, ne? Dass hier schon länger nichts passiert ist, kann man ganz gut, denke ich, an der ganz leicht milchigen Scheibe sehen. Genau, guck mal hier. Das ist mein erster Manta gewesen, der Berlinetta, der 19N. Allerdings zu dem Zeitpunkt hier auch schon viel dran rumgefrickelt. Ja, hier eine schwarze Steckdose, sage ich. Wie komme ich auf Steckdose? Stoßstange. Unten habe ich dann schon eine Spoilerstoßstange nachgerüstet. Der war vorher auch mal grün. Eigentlich ein geiles Auto, aber damals konnte ich ein Schweißgerät nicht bedienen und deswegen musste er dann leider weg. Eigentlich war es nur Pillepalle, weshalb ich den weg habe, ne? Aber nachhinein ist man immer schlauer. Hier oben, mal gucken, ob man es sieht. Das ist der i200, aus dem diese 400er-Sitze sind. Also sind sie auch 200er-Sitze so genommen, ne? Und ja, das ist so der Traum eines jeden Manta-Fans. Produktionsstätte von Irmscher, von der 200er-Serie. Ja, damit verabschiede ich mich und freue mich, dass ihr bis zum Ende dran geblieben seid. Ja, und werde euch auf dem Laufenden halten, ob das geklappt hat, dass der Manta wieder läuft. Und wenn es soweit ist, dann hört ihr wieder von mir. Also, bis dann, macht's gut. Ganz kurzes Laufen vom Manta wollte ich euch jetzt nicht vorenthalten. Also wer sich halbwegs auskennt, der hört schon, dass die Karre viel zu hoch dreht und auch nicht ganz sauber läuft. Das sauber Laufen kann aber auch an dem 7 Jahre alten Benzin liegen, was ich gerade abgesaugt habe. Jetzt lasse ich ihn gerade leer laufen. Wahrscheinlich geht er gleich aus und dann mache ich morgen neues Benzin rein. Also dann, bis bald. Tschüss.